So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Going Medieval. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachher hochgeladen. Ich lasse direkt weiterlaufen, dann können die Leute losrennen. Und wir haben immer noch die Hitzewelle. Gott, ist es heiß. So, folgendes. Wir haben in der letzten Folge Lehmziegel angefangen zu machen. Und ich will jetzt trotzdem die Steinblöcke noch schauen, ob das cool ist. Das heißt, wir holen hier nochmal schnell einen Steinmetz. Wir machen den einfach mal schnell hier rein. Hier unten haben wir jetzt einfach eine Produktionsbasis, ne? Das ist jetzt nur zeitweise. Und dafür bräuchten wir hier Kalkstein von da, Kalkstein von hier, Kalkstein auch von hier. Achso, hier ist auch Kalkstein im Boden, sehe ich gerade dann, ne? Interessant. Du hast einen Nerf-Gate gekauft. Der Kleine meinte, Papa, du darfst testen. Auge getroffen, Nerf ist doof. Dein Auge oder die deines Nachwuchses? So, wir schmeißen den Kalkstein auch nochmal schnell hier in die Dingsliste rein. Raum erstellt, Gemächer von Spawn. Achso, ja, hier. Und hier müssen wir dann noch fertig machen. Das brennt jetzt halt ein Momentchen durch. Das ist eigentlich Essig. Ja, stimmt, unser Alkohol wurde zu Essig. So, Forschung. Ich will ja eigentlich noch weiter, ne? Wir haben die ganzen Rüstungen immer noch nicht geholt. Ich muss mal kurz gucken. Ist unser Essen... Ich meine, jetzt haben wir Abend. Ja, hey, der Keller ist gut. Also hier um diese Ecke mache ich mir ein bisschen Gedanken. Hier haben wir 5 Grad. Aber wir haben aktuell wirklich maximale Temperatur. Ja, ja, das ist okay. Kohlsamen. Können die Samen auch schnell verrotten? Ahornsetzlinge. Kräuter. Ein bisschen ja, ein bisschen nein. Wir machen mal ganz kurz Folgendes. Flachs. Kräuter. Birke. Ist das eine Birke? Okay. Wir haben hier ein paar Birken. So, ich versuche hier einen kleinen Wald anzulegen, wo wir immer wieder unsere Setzlinge reinschmeißen. Ansonsten gehen uns nämlich wahrscheinlich die Baumsetzlinge irgendwann aus. So. Nicht meines. Das war Notwehr. Hat eine Nerf Pumpgun und eine Pistole. Und ich nur die albumatische Minigun. Es war Notwehr. Alles klar. Sie setzen sich in 11 Tagen die Flachssamen. Warum zersetzen sich die Flachsamen so schnell? Ja, die haben ein Problem mit Temperaturen. Also auch. Wir machen das mal schnell so, dass wir hier und hier Nahrung rausnehmen und hier die Samen reinnehmen. Und zwar Flachs, Kräuter, Rüben, Karotten und Kohl. Ne?
damit wir hier sicher ein bisschen die Samen auf Vorrat machen. Feuerrabe beschützt wieder das Essen vor potenziellen Nagentieren, ne? Das ist sehr gut. Hier wird forschig gefleißt. Also mit dem Feuer in den Räumen sieht richtig gut aus, finde ich. Hat was, ne? Wie viel noch? Okay. 33 erst. Wolf. Ebenso herrlich viele Schafe. Voll gut. Da ist Eisen drin. Voll geil. Ist noch mehr Lehm drin. Also ein bisschen Kalkstein bräuchten wir halt irgendwann mal. Hier haben wir ein bisschen Kalkstein drin. Ich weiß nicht, ob es eine unterirdische Dings ist. Hier haben wir ein bisschen Kalkstein. Also so seht ihr das besser. Ja, Kalkstein ist hier drin. Ist auch ein bisschen Kalkstein drin. Ein bisschen Kalkstein hätten wir da also. So, die Beeren erneut. Ist nice, was gebaut wurde. Das freut mich zu lesen. Dankeschön. Ich glaube, soweit ist gut. Ich lasse mal ein bisschen schneller laufen, ist eh Nacht. Ein Imker wäre noch ganz cool, aber dafür bräuchten wir die zweite, ne? Zweite Forschungsdings. Schmelze. Was schmelzen wir denn hier ein? Eisenbarren, Asche? Also das Stahlbarren, Silberbarren, okay. Schmiede. Och. Ich denke, wir bräuchten, also wir kommen bald mal zu Forschung 2, ne? Die ganzen Waffen wurden immer noch nicht transportiert. So, wir schütten das wieder auf. Ich weiß halt so noch nicht mit welcher Erde, wahrscheinlich mit der da. Ist Asche wie Dünger? Abfallrohmaterial. Ja, man kann daraus schon Sachen herstellen, ja. Laut dem Info-Ding da. Schön. Ah, die kann ich auch rund machen. Ah, die können wir auch so machen. Ah, die können wir auch halb rund machen. Das sieht cooler aus. So. Ich wollte aber hier dann definitiv noch Dingsböden drüber haben, ne? So. Wir haben ja eigentlich recht viel Flachs. Also das Ding produziert gerade ordentlich durch hier, ne? Ich bin fast schon in Versuchung 2 zu machen. Bark schläft noch, Mr. Langschläfer hier. Ist halt schon 1. Döst immer noch.
Spawn schläft scheinbar auch noch. So, Steinmetz. Kalksteinziegel. Dann müssten wir jetzt eigentlich... Wir haben noch keinen einzigen... Upsala, Entschuldigung. Wir haben noch keinen einzigen hergestellt. Wir machen mal einen, damit ich mal sehe, was das so bringt. So, hier kommen die Bäume rein, sehr gut. Irgendwie das ganze Holz liegt wirklich einfach alles noch überall rum, ne? Die sind einfach nicht schnell genug. Doppeltes Minus. Vermisst religiöse Aktivitäten. Ihr könnt ja hier hinten beten, ganz ehrlich. Ihr habt einen Terminplan. Ihr habt Freizeit am Abend. Achso, shit. Nicht alle. Ich habe die Neuankömmlinge immer noch nicht eingestellt. Jetzt weiß ich auch, warum es Leute gibt, die länger schlafen als das hier. La la la. So. Lässt die Hinterwand Erde sein, wäre gut für das Loch, das zum Füllen ist. Du meinst die hier? Oder meinst du hier in den Räumen drin? Ja, ich habe mir überlegt, die noch rauszunehmen und durch Holz zu ersetzen. Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt auf den Kellerbereich, deswegen habe ich es jetzt noch nicht gemacht. Ah, du meinst hier. Ja, habe ich eigentlich vor. Ich lasse das alles mal so. Eine dünne Wand wäre eigentlich viel besser. So wie es aussieht, kann man das auch von oben machen. Dann können wir das rausnehmen. Dafür fehlt Erde, okay. Dann reißen wir hier mal ein Stückchen raus. Wir brauchen halt, um das wieder aufzufüllen. Ne? Ziemlich viel Lehm drin. Leiche eines Feindes ist auf seinem Lagerplatz verrottet und wurde zu Knochen. Ja. Naja, die haben wir da hinten im Nirgendwo abgeladen. Sollen sich die Wölfe an denen ergötzen. Ist mir egal, sind nicht unsere Leute. Ziemlich herzlos, ich weiß. So, haben wir jetzt eine... Noch nicht, okay. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Ich lasse mal schnell laufen, ne? Ich glaube, man muss nicht alles sehen, wie alles im Einzelnen gemacht wird hier. Wurde zu Knochen, ist es okay. Ja, die sind auch alle etwa gleichzeitig gestorben, ne? Also wir haben 3001 Lehm. Um ehrlich zu sein, könnten wir eigentlich das ganze Holzkonstrukt hier raus und Lehm ersetzen, ne? Würde gehen. Es würde gehen.
Ich spiele gerade mit dem Gedanken. Also ich sag's mal so. Ich hatte eigentlich vor, hier noch anzuheben, ne? Dass man übers Wasser hier einfach so eine Wand nach oben hat. Und hinter der Holzwand, also in dem Fall vor der Holzwand, eine Kalksteinwand zu machen, um dann hier eine schöne Verteidigungsmauer zu bauen, also den ganzen Weg. Und dahinter ein bisschen geschützt, also die Fenster schieben wir dann eins nach vorne, dann hat man immer ein Fenster, das so zwei Felder ist, aber man trotzdem noch reingucken kann, ne? So, jetzt habe ich aber das Gefühl, ich habe hier in dem Gebiet gar nicht genug Kalkstein, das wäre das hier, um in der Lage zu sein, das abzubauen, ne? Das aufzubauen, so wie ich mir das vorstelle. Und spiele gerade mit dem Gedanken, dann mit den Ziegelsteinen zu arbeiten. Diese hier. Weil die doch auch 800 Trefferpunkte haben, ne? Das ist nicht zu verachten. Und das gleiche Konstrukt, was ich vorhatte, einfach hier mit Ziegelsteinen zu machen. Weil ich finde, das sieht auch ganz gut aus, wenn wir die Ziegel, also wenn wir alle Ziegelsteine auf das hier ummünzen, ne? Das hat was. Wir können sogar halbrunde Sachen machen oder runde Sachen machen. Also uns vom Holz distanzieren. Also im Innenbereich dann natürlich trotzdem Holzplatten lassen, weil ich finde Holzplatten nach wie vor sehr schön. Kannst du nicht tiefer buddeln? Also was will ich tiefer buddeln? Entschuldige. Für mehr Kalkstein. Ja, du, ich weiß nicht, wie tief hier Kalkstein drin ist. Das erste, was wir mal machen, wir produzieren hier mal Kalksteinziegel, ja? Frage, wenn du neben dem Fluss ein Loch gräbst, läuft Wasser rein? Ja. Hier hatten wir ein Loch gegraben, hier läuft Wasser rein. Und ja, wir werden hier das Wasser reinziehen. Wir werden das fluten. Wenn die Zeit reif ist, werden wir das fluten. Vorerst werden wir hier aber mal ein bisschen mehr Stein abbauen. Das heißt, wir ziehen einen Großteil noch nach hinten weg. Ne? Und die dazugewonnene Erde werden wir nutzen, um die Seite hier hochzuziehen. Und dann werden wir hier rüber durchfluten. Aber aktuell lasse ich den Weg noch offen, weil wir hauptsächlich hier laufen. Ne? Ich habe das Gefühl, wir brauchen fast zwei Brennereien. Ne? Was habt ihr denn wieder zu motzen? Ist irgendjemand darin sehr gut? Willst du für mich... Marco, willst du für mich das mal schnell machen? Kalkstein holen? Der ist immer noch nicht gezähmt. Kommt... Du kommst nicht dazu wahrscheinlich, ne? Nein, nein, nicht Jagd. Zähmen. Oh mein Gott. Zähmen. Bei diesem Tier gab es heute bereits einen Zähmungsversuch. Echt jetzt? Nicht geklappt, mehrfach nicht, ne? Schon schade. Warte mal. Ist das sauber zu? Hä?
Hey, das ist ja cool. Guckt mal, hier haben wir so eine Ecke, ne? Und es ist sauber geschlossen. Hier zum Beispiel haben wir auch so eine Ecke, aber es ist nicht sauber geschlossen. Das heißt, man sieht rein. Ja, ist eigentlich schade. Aber hier ist es schön zu. Hier fällt es nicht auf, dass da eigentlich eine kleine Lücke drin ist. Das heißt, der Kalkstein, Ziegel sind viel besser. Okay, wir haben einen produziert, das heißt, ich dürfte jetzt darauf zugreifen können. Kalksteinblockwände. Auch 800. Haben die sonst noch einen Unterschied? Wärmedämmung? Strukturen? Lehmziegel? Nein, das ist alles das Gleiche. Also wenn Kalkstein und Lehm, also Ziegel, jetzt keinen so signifikanten Unterschied haben, dann spielt es nicht so eine Rolle, mit was wir die Verteidigungssachen bauen. Ob das jetzt mit Lehmziegel ist oder ob es mit Kalksteinblockwänden ist, weil das gibt sich dann nicht viel. Klar, Kalkstein sieht besser aus. Sieht schlossmäßiger aus. Keine Frage. Und Bau 16, sehr schön. Dafür nicht genug Erde. Das war leider zu befürchten. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das hier ändern, ne? Das hier aufzuschütten. Okay, wir machen das jetzt einfach, auch wenn ich weiß, dass wir gerade überhaupt nicht genug haben. Wir machen hier auch schnell eine Leiter runter. Das geht, wir könnten hier... Wie tief ist das eigentlich? Das ist nur eins tief, ne? Die Frage ist, wie weit will ich mich hier reingraben, ne? Also wir könnten von hier bis hier rüber. Und das auch einfach noch fluten. Vielleicht ein bisschen too much. Ich meine nur. Ich glaube sogar, dass wir hier oben, ja, also wassertechnisch, hier so durchziehen könnten und einen ganzen Graben legen, um das auf der gleichen Höhe zu fluten. Ich glaube, dass das abhängig ist von, ab wo das Wasser reingeht.
Ich glaube, das ist schon gut so. Ich wollte hier noch was versuchen. Und zwar, wie das wohl aussehen würde, wenn ich hier so zwei Wege hochmache, ne? Die Brücke dann direkt so rüberziehe. Das dauert ewig hier. Daniel und Farg, ihr seid euch befreundet. Super. Wundervolle Kommunikation hattet ihr. Pfeile fertigen. Ah, dann kann man einen Langbogen machen. Teppichknüpfer. Wir schalten den Teppichknüpfer mal frei. Also warte mal schnell. Wo ist der Teppichknüpfer denn dran? Achso, am Schneider. Das heißt, wir können jetzt beim Schneider Teppiche machen. Oder wie? Oder was? Oder warum? Tatsache. Benötigt Schneiderei 5 oder 15. Damit werden die Räume schöner, ne? Haben wir jemanden, der bei... Mal schnell, weil Nacht ist. Haben wir einen Meisterschneider? Schneider 16. Ben ist darin sehr gut. Da möchte jemand gerne schneidern? 8. Ben kann das. Wir machen mal für alle drei Räume, machen wir mal einen Teppich, um zu gucken, ob das schön kommt dann. Muss ich die Dächer eigentlich mal erneuern? Nee, das sieht eigentlich gut aus. Was war der schlimmste Angriff, den du überstanden hast? Bis jetzt? Wir hatten nur zwei Angriffe. Und das waren, glaube ich, 6 Leute. 5 Marodeure und noch jemand. Neue Season! Der Herbst. Der Herbst brauste heran mit knackigen Morgen und kühlen Tagen. Es war die Jahreszeit, um sich auf den Winter vorzubereiten, warme Kleidung zu schneidern und sich mit Lebensmitteln und Vorräten einzudecken. Naja, mit Lebensmitteln und Vorräten haben wir schon eingedeckt. Von Anfang an. Aber Sachen in die Richtung zu schneidern, ist sicher nicht verkehrt. 40 Kleidermaterial. Warte, ich kann die Auflistung doch ändern. Oh, Entschuldigung. Material, Textilien. Leinenstoff. Ah, wir haben ganz viel Leinen und Stoff. Hier muss ich schnell ausrechnen. Wir haben 250. 120 sind 370. Wenn wir jetzt drei Dings machen, sind das an 40, sind 120. Dann viel Winterkleidung. Okay, wir machen mal nur einen einzigen Teppich. Und sparen die restlichen Materialien noch für den Winter. Ja, macht das für immer. Stellt es eigentlich direkt für immer her. Zutatentechnisch machen wir aber ein paar Ausnahmen. Und zwar das rohe Fleisch. Nehmen wir mal schnell raus.
Auch Räucherfleisch nehmen wir mal schnell raus. Haben wir Fisch noch? Forellen. Okay. Was wird hier alles gemacht? Hier wird alles gemacht. Wir nehmen Holz mal schnell als Brennstoff raus. Obwohl, nee, können wir nicht drin lassen. Forellen und Hechte und Aal nehmen wir mal schnell raus. Das ist, glaube ich, ganz gut. Doch, doch, das ist, glaube ich, ganz gut. So, hier die dazu gemacht. Ich störe das noch ein bisschen, dass das alles da noch rumeiert. Kommt eigentlich bald mal wieder ein Händler vorbei? Fände ich ganz nice. Kommt einfach niemand. Weil, die könnten eigentlich fast schon ein bisschen Nahrungsmittel verkaufen. Ja, Guppy hat XP gemacht. Wir werden nämlich wahrscheinlich niemals alles an Nahrungsmittel, was wir hier unten eingelagert haben, brauchen. Die Ausrüstung wird rosten, wenn sie im Winter nachlegen, du hast recht. Transportiert das bitte sofort. Weil zur Not, also die Ausrüstung könnten wir halt auch verkaufen. Ja. Vielleicht bauen wir ein paar Waffenständer. Ah, hat Ständer gesagt. Wir hätten doch auch Waffenständer an der Wand. Wo sind denn die hin? Ach so. Zersetzt sich nie. Okay, wir haben ziemlich viele Chroniken hier unten noch. Fermentierer, dekorative Strukturen. Ja, wir lassen mal machen. Aber eigentlich müssen wir die irgendwo einlagern, ne? Weil da sind gewisse Sachen beschriftet. Wir bauen noch ein paar Schränke, wo die Bücher rein können. Wir müssen die nämlich irgendwo anständig lagern. Lehrbücher und Thesen, pipapo, etc. Ich weiß nicht, ob ich hier noch eins tiefer graben soll. Oder ob ich es auf der gleichen Höhe lassen. Wir hatten hier irgendwo noch ein Ding. Hier ist noch tiefer. Warte mal schnell.
Aha, schau an. Hier ist richtig, richtig tief, ne? Interessant. Das haben wir hier in dem Fluss nirgendwo. Er zieht einfach durch. Wir reißen den hier ab. In der Ansicht, das brauchen wir nämlich nicht mehr. Wir brauchen jetzt nur noch eine Chronik. Das soll Guppy immer machen. Guppy ist unser kluger Dude. Wir haben jemanden domestiziert. Es ist passiert. Tiere sind hungrig. Meine Damen und Herren. Wir haben niemanden. Guckt, guckt, da ist er. Da schwimmt er. Da kommt er. Ich hoffe, du verstehst dich mit dem. Holt er selbstständig jetzt Nahrung? Wahrscheinlich schon. Wir haben ein Frettchen. Wir haben ein Frettchen. Evelyn kommt ja keiner, weil er an den Stand nicht rankommt. Naja, kann ja die Tür benutzen. Oder meinst du, ich soll das außerhalb mal machen? Also gut, wir machen es mal außerhalb. Freundliche Besucher, einsamer Reisender, ein schlaksiger Hausierer leert seinen Rucksack und breitet eine Auswahl an Kuriositäten auf einem Leinentuch auf dem Boden aus. Ich kaufe und verkaufe Dinge, die mir unterwegs auffallen, sagt er mit einem schiefen Lächeln. Schaut sie euch an, wenn ihr wollt. Okay, ich lasse das mal stehen. Wo ist der Händler? Hier. Ah, hat einen Hund dabei. Oh, könnten wir den abkaufen? Jetzt kannst du Hasen gut jagen. Dafür sind Frettchen gut geeignet. Echt? Kann man die trainieren zum Hasenjagen? Feuerrabe, was kannst du so? Wo ist unser Frettchen denn? So, wer eignet sich am besten zum Verhandeln? Redekunst. 9. Bark hat 9 Redekunst. Uppi hat auch 9 Redekunst. 0 Redekunst. 0 Redekunst. 8 Redekunst. Dein Job sein, Bark. Schön, dass du das gerade vorgeschlagen hast mit, ja, mach das doch irgendwo anders hin und so und zack. Kommt jemand. Wollt ihr das Frettchen noch benennen? Chat, soll ich eine Verlosung machen, dass ihr das Frettchen benennen dürft? Klar, also. Also, wo ist eigentlich Name? Mervina. Ah, doch, doch, guck, die chillt hier jetzt, ne? Da, da, das funktioniert. Wir könnten den Hund abkaufen. Ist der alt? Ein Jahr, 17 Tage. Oh. Mark, wir verhandeln hier. Wir könnten den Hund tatsächlich kaufen.
Da stand Iltis, nicht Frettchen. Das ist fast so stinkig wie ein Stinktier. Echt jetzt? Ist das gar kein Frettchen? Also, wir haben Unmengen an Chroniken, ziemlich viel Heu, ziemlich viele Eintöpfe. Buchen. Na, die Rüstung möchte der Ressource, der wird das gar nicht handeln. Wir geben mal alle 15 Birkensetzlinge. Ich brauche die gerade eh nicht. Die Ahornsetzlinge, ich meine, das können die alles wieder anpflanzen, ne? Wir könnten ein bisschen Bier einkaufen, weil das ist ja immer wieder ein Thema hier, ne? Apfelbaumsetzling. Kaufe mal einen, weil wenn wir einen Apfelbaum wirklich kriegen, ist das ja mega geil. So, bei den Eintöpfen machen wir tatsächlich. Wir machen mal 20 Eintöpfe raus. Ich glaube, wir kommen mit dem, was wir haben, durch den Winter. Da sehe ich kein Problem. Jetzt hätten wir, glaube ich, sogar genug Geld, um den Hund zu kaufen. Wollen wir den Hund kaufen? Das dem ist ein Doggo. Ja, aber vielleicht ist das ja cool für unsere Bewohner. Und mit dem Wolf paaren. Weiß ich nicht. Gersten, da könnten wir Gersten anpflanzen. Gersten nehmen wir sicher mal mit, die neuen. Iltis. Wir könnten den domestizierten Iltis verkaufen. Ich habe aber Lust, den Hund irgendwie zu kaufen, um ehrlich zu sein. Ich kaufe den jetzt. Der Hund hat noch nicht mal einen Namen. Der kriegt dann einen Namen von euch. Also machen wir 30 raus. Kalksteinziegel. Karotten haben wir, Kohl haben wir, Kräuter brauchen wir, Kräutersamen. Rübensamen. Was ist denn der Unterschied hier? Karottensamen. Der hat noch nicht mal einen Namen, Iltis. Also, wenn er seinen Doggo verkauft, also zum Verkauf anbietet, kaufen wir ihn natürlich einfach. Ist ja irgendwie doof, das nicht zu tun. Der Händler kann nicht so viel Gewicht tragen. Ah, lol. Ja, ich sehe es gerade. Aha, der Hund trägt auch Gewicht. So ist das also. Das Frettchen ist die domestizierte Form des Iltis. Also ist ein Frettchen doch, also ist es doch ein Frettchen eigentlich, was wir haben.
Aber als ich es vorhin Frettchen genannt hatte, als es noch nicht domestiziert war, war es kein Frettchen, sondern es war ein Iltis. Oder wie? Wir können den Hund nicht kaufen. Wir könnten ihm eine Ziege verkaufen, dann kann er, hat er genug Dings. Ne? Wenn ihm eine Ziege verkaufen, kann er die Ziege mit der Ziege das Ganze transportieren. Auf der anderen Seite geben die. Ich will den Hund eben schon haben. Ich hätte den Hund schon gerne. Die Ziegen vermehren sich ja. Also wir machen das so. Können wir mit dem Hund was machen? Ansonsten ist die Ziege mehr wert, oder? Weiß ich nicht. Aber wir werden es herausfinden. Also, der ist schon 1 Jahr und 37 Tage alt. Das heißt, wir kaufen den männlichen Quim. So. Und dann passt das hier. Dann müssen wir auch nicht ganz so viele Eintöpfe rausgeben. Sind wir in einem guten Bereich, würde ich meinen. Passt. Wir behalten einen Teil der Setzlinge jetzt doch. So. Ja, da, das ist okay. Das machen wir. Damit haben wir einen Hund. Fuck, da hast du XP gekriegt. Plus 1 Ausrichtung auf treue Söhne Englands. Okay. Also, die erste Person, die gezogen wird, Davis. Du darfst mir sagen, wie wir unser Frettchen taufen sollen. Wenn ich weiß, wo unser Frettchen ist. Diese schlanke Säugetiere sind nachtaktive Jäger, die Kaninchen, Ratten und Vögel fressen und mit einem schnellen Biss in den Nacken töten. Hans? Es heißt Hans. Alles klar. Ich muss nur kurz gucken, ob ich ihm... Nein, nicht, nicht so. Da steckt er. Hans. Deinen Namen? Also gut. Wenn du das möchtest. So, jetzt haben wir hier drinnen. Okay. What? Man kann Bären halten? Okay. Es gibt Bären, Hühner, Esel, Schafe, Ziegen, Kühe, Schermaus, Stockente, Fasan, Wildschwein, Wolf, Hase und ein Rotwild. So, da wir ja jetzt einen Hund haben noch, ziehe ich gleich noch den, der den Hund benennen darf. Meine Damen und Herren. Satarox, du darfst sagen, wie der Hund heißt.
Ich habe die gleiche Verlosung nochmal genommen. Danke. Okay. Danke. So. Wir werden Danke trainieren und wir werden Iltis trainieren. Entschuldigung, Davis. Ich weiß nicht, was passiert, wenn sie trainiert sind, ne? Aber wir trainieren die jetzt einfach mal und dann finden wir raus. Die Katze können wir nicht trainieren. Sie will nicht trainiert werden. Ich muss mal ganz kurz hier was in der... Nein. Ungeziefen. Manche Tiere können darauf trainiert werden, sich um lästige Kreaturen wie Ratten zu kümmern, die in ihrer Siedlung schaden. Ach so, du bist schon trainiert. Ja, Feuerrabe, du wirst Ratten töten, wenn es Ratten gibt. Ich habe das jetzt eingestellt. Als Katze hier in unserer Welt. So. Ich wollte aber schnell in der Verwaltung gucken. Nein, in den Tätigkeiten. Also was zählt das hier? Was ist das? Das ist Bau. Das heißt, wir können den Hund und unser Frettchen, also Davis und Donkey, Donkey trainieren. Siedler sind verärgert, bitte was? Hungrig. Unterhaltungsbedürftig. Wie kriegen wir euch unterhalten? Nächste Streitkolben. Liegt es daran, dass du nicht genug Freizeit hast? Geben wir euch allen mal einen Tag extra, eine Stunde extra. Vermisst religiöse Aktivitäten. Ja, das kannst du alles nachholen. Wir haben die hinten doch. Was macht unser Hund denn? Ja, Spawn und Ben Bommel sind jetzt Freunde. Wunderbare Konversation, schön. Liegt wahrscheinlich daran, dass wenn man zusammen an einem Tisch ist, dass die dann auch sich befreunden können, ne? Vermute ich jetzt einfach mal. Ark, wo bist du denn? Priorisier doch mal schnell die Produktion hier. Das muss einfach regelmäßig laufen, Protokoll.
Ja, die Ziege gehört jetzt ihr, ne? Ich muss gestehen, ich bin so gierig, dass ich auch diese Ziege wieder zurückhaben möchte. Ja, ich habe Probleme. Könnte sein, dass ich Probleme habe. So, das sieht hier doch schon mal verdammt gut aus. Kann ich mal Junge bekommen? Die Kuh, die Ziege? Doch, doch. Trainiert. 8. Okay. Ich frage mich, wo sich unser Frettchen rum. Ah, hier. Du versuchst gerade auf der Treppe jemanden. Das ist misslungen. Schade. Also, wir trainieren das Frettchen und finden heraus, was das Frettchen dann kann, wenn es trainiert ist, nicht wahr? Das lassen wir mal schnell vorerst so. Ich könnte hier eigentlich ein großes Loch graben und hier so einen kleinen See machen. Ich habe eine Geiß verkauft, nicht einen Widder. Eine Ziege habe ich halt verkauft. Eine männliche Ziege. Ja, unser Hund ist untätig. Ein Feuerrabe sucht nach Ungeziefer. Jage! Ja, ich habe geguckt, dass ich ein Männchen verkaufe und kein Weibchen. Macht ja mehr Sinn, Weibchen zu haben. Du kannst mit einem Männchen und mehreren Weibchen ja mehrere Nachkommen kriegen. Wenn du ein Weibchen hast, aber mehrere Männchen, bringt das nicht so viel. Das würde bedeuten, dass Weibchen in dem Kontext wertvoller sind. Also, ne? So, mein hier nur. Trainier bitte den Hund. Training priorisieren. Ich habe zu viele Sachen am Tag, ne? Ich will den Hund eigentlich trainieren, dass er vielleicht was jagen kann oder so. Das Frettchen auch trainieren, dass er was jagen kann. Wir könnten auch Rotwild züchten, ne? Wir könnten auch Rotwild zähmen. Ich bin mir überlegen, das hier zu verlegen, by the way. Hierhin. Rowena ist aber lange da mit ihrer Ziege, ne? Aber die Rüben sollten, Sachen sollten eigentlich schon mal transportiert werden hier. Ah ne, warte, die Apfelbaumsetzling. Ja. Ein Apfelbaum, meine Damen und Herren. Ich bin gespannt, ob der wirklich Äpfel gibt. Wir hauen den mal hier hin. Ich weiß, das ist schlecht für das Kohl. Forschung verfügbar. Ah ja, stimmt. Warte, wir haben noch was. Ich habe den Forschungstisch gar noch nicht gemacht. Gott, ist der groß. Ich habe fast keinen Platz, hier durchzukommen. Oh nein. Ist Farg eigentlich der Einzige, der hier die ganze Zeit am Graben ist, Mann? Bergbau. Kellerkind 1. Park 2. Ich schreib dich mal runter. Du hast eigentlich andere Sachen zu tun. Uppi ist relativ gut darin noch.
So, damit haben wir das jetzt dann gleich wieder. Dann ist das wieder zu. So, schön. Ach, schön. Lassen uns wieder. Ist eigentlich, hat sich das wieder gelegt? Arbeitszufriedenheit? Ja, du bist einfach nur beim Schlafen unglücklich, so wie es aussieht. Ah ja, by the way, wir haben doch jetzt ein Möbelstück gemacht, oder? Haben wir so ein, muss ich kurz gucken. Wurde das jetzt hergestellt oder nicht? Wir haben einen Teppich gemacht. Und wie kann ich diesen Teppich denn jetzt brauchen? Noch nicht ganz verstanden, wie wir das benutzen können, aber okay. Wir könnten eigentlich auf der Höhe hier einfach mal so reinreißen. Machen wir mal das weg, ne? Damit wir hier ein bisschen Erde haben, die wir transportieren können. Apfelbaum. Oh, ich bin gespannt, ob da wirklich Äpfel gibt. Muss schon, ne? Und ob wir die Äpfel danach brauchen können. Oh, cool. Irgendwie ist Spartanien noch nicht dazugekommen. Seinen Hund zu trainieren, ne? Was ist deine Aufgabe jetzt? Das Frettchen zu zähmen, das zweite. Den Wolf haben wir wahrscheinlich auch noch nicht gezähmt. Ich glaube, dass das einfach zu viel Arbeit ist. Teppich ist ein Item. Das Item klicken und dann platzieren. Der Hund pennt hier und bewacht unsere Waren. Schön. Also machen wir das anders. Das ist Material. Nein. Gegenstände. Ausstattung. Nein. Strukturen. Ah, Teppich. Aufbauen. Aha, so funktioniert das.
Also wir bauen den mal hier in dem Raum auf. Ja. Hässliche Ausstattung, minus 5. Also da ist jemand super unzufrieden, weil alles so hässlich ist. So, nächste Lehmziegel. Hier müssen wir dann gleich gucken, wie wir das machen. Das mit den Lehmziegeln geht nicht so schnell, wie ich dachte, ne? Ziegen sind schon wieder fettlos. Ich glaube, wir bauen davon noch eine zweite auf. Brennofen, was kostet der? Lehm. Wir machen noch einen zweiten Brennofen. Du brauchst mehr Öfen, ja. Gleiche Idee zur gleichen Zeit. Letzter Trainingsversuch ist gescheitert. Am besten 4. Ich weiß nicht, ob 4 wirklich schon notwendig sind. Naja, wir brauchen schon ziemlich viel. Ja, wir gehen mal mit 4. Okay, ich lasse mich mal darauf ein. Dann schauen wir mal, ob wir hier diese Wand fertig kriegen. Das muss noch gemacht werden. Das sieht wieder stabil aus. Hier geht wieder was. Okay, du musst jedes Mal außen rumlaufen, um das hier zu machen. Ja, das ist ja blöd. Machen da mal schnell ein Holzdings rein. Nein, wir machen es anders. Ja, so sieht's anständig aus. Können die da mal schieben. Dann kann man es von oben aufschütten. Das ist schon in Ordnung. So, das wird gerade gedreht. Wunderbar. Machen wir den mal schnell weg und... Einmal im Brennofen hier, einmal hier. Dann können wir das, was wir hier haben, direkt, ne? Alles entfernen. Material, Rohmaterial. Weil die müssen ja auch mit irgendwas befeuert werden, ne? So, wir machen mal 50 hier rein. Hier reißen wir mal einfach ein Stück raus. Können auch hier theoretisch noch ein bisschen was rausreißen. Teil der Erde schieben wir dann. Ich weiß gar nicht, ob wir gleich viel Erde brauchen zum Aufschütten. 5 Erde und wenn wir hier abbauen, irgendwie 3 Erde. Ah, wir verbrauchen mehr Erde, ne? Also das Umschichten, da vergeuden wir eigentlich 2 Erde. Interessant. Und die Öfen brauchen ziemlich lange. Ja, es macht schon Sinn, mehrere zu machen. Wir haben noch verdammt viel Lehm, ne?
Also wir müssen hier mit Lehm arbeiten. Keine Frage. Hier müssen wir das Lehm auch noch ausgraben. Die Frage, die ich mir stelle, ist, graben wir hier das Lehm aus und dann machen wir hier den Eingang und machen hier so zu, ne? Weil wir ja eh schon graben wegen dem Lehm. Statt es nochmal aufzuschütten. Hier wollte ich es unbedingt aufschütten, weil ich der Ansicht bin, dass es cooler ist, wenn wir dann hier nochmal was hinklatschen. Da ist Salz drin. Ich sehe auch, ich sehe gerade, dass die Folge eigentlich schon wieder durch ist. Das geht so frech schnell. Wir schauen uns das mal von einer anderen Perspektive an. So. So. Ja, es dauert alles ein bisschen. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Folgen gefallen, wenn ihr es auf dem LP-Channel guckt. Like da lassen, Kommi da lassen. Denkt dran, wenn ich nochmal so einen Run mache und ihr mit dabei sein wollt als YouTube-Name, in der ersten Folge müsst ihr einfach einen Kommentar da lassen, dass ihr dabei sein wollt. Dann kann ich das berücksichtigen. So wie ich es bei den Total War Warhammer 3 Folgen auch mache. In der nächsten Folge machen wir hier weiter und ich versuche hier tatsächlich noch eine Backsteinwand zu machen. Also das hier ziehen wir hier durch. Das Holz hier werden wir wahrscheinlich ein bisschen abreißen. Und ich glaube, wir werden hier nicht... Ich mache hier nicht noch eine dicke Wand, damit wir besser verteidigt sind. Sondern wir ziehen das Holz hier weg, lassen die Innenverkleidung des Holzes drin. Und machen dann hier nur eine einzige Wand rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir hier, eine ordentliche Wand drin haben, dass uns da was attackiert. Ob ich unten dann nochmal Fenster mache, weiß ich nicht. Obwohl der hier lebt, schon Fenster bräuchte. Ne? Wir gucken mal. Gut, in der nächsten Folge. Like, Kommi. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.